Mein Name ist Andy Dietrich, ich bin von der Firma Magrib. Wir sind zuständig für den Eisaufbau, für die Reinigung von der Eiswerbung nach der Saison. Wir machen für diverse Clubs in der Schweiz und Europa den ganzen Aufbau vom Eis. Ende Saison nehmen wir das Logo dann raus, wir werden es nicht wegrühren. Das ist auch aufgrund von der Nachhaltigkeit, und mal schauen, dass man eigentlich ziemlich viel wieder brauchen kann. Ausser es ist wirklich stark beschädigt worden. Es hat Löcher, es hat Schnitte, so dass man es eigentlich wirklich nicht mehr brauchen kann. Also sonst tut man wirklich das Logo rausnehmen, tut es reinigen, einen speziellen Reinigungsprozess, den wir entwickelt haben. Und so kann man es dann eigentlich die nächste Saison das identische Logo in diesem Stadion wieder brauchen. Ich sage so im Schnitt, wenn nichts Grösses passiert, hat man das Logo sicher 3 bis 4 Jahre im Eis inne. Wenn uns der Stadionbetreiber anruft und sagt, jetzt könnt ihr die Werbung abholen, das ist meistens so 3-4 Tage, nachdem wir es abgeschaltet haben. Der Zeitpunkt ist eigentlich meistens nach den Playoffs. Sprich, wenn der Club kein Eis mehr braucht, wird abgeschaltet. Je früher wir abschalten, je mehr Energie wird noch verbraucht.